Sind wir außerhalb von Janam? So ziemlich, glaube ich. Ich meine, wir haben die Stadt zu weit hinter uns gelassen und sind im verbotenen Wald. Da waren wir auch schon bis zum Grund des Waldes gegangen. Denke ich mal so weit. Also, das war zumindest der niedrigste Punkt, den ich erreichen konnte. Und da haben die Schatten Janams gewartet. Drei Bossgegner, die, wie ihr links oben seht, meine Helfsachen. Meine, wie heißt die nochmal, Blutfiolen, die mich heilen können, auf Null gebracht haben. Dementsprechend werden wir jetzt damit anfangen, entweder Blutfiolen selbst zu sammeln oder die dazu führen. Wie heißen die hier nochmal? Ich will sie Runen nennen, aber Runen ist Elden Ring. Das Problem, wenn man zwei sehr ähnliche Spiele fast zur selben Zeit spielt. Es ist nicht schön. Ich werde die Begriffe von Bloodborne und Elden Ring momentan vermutlich die ganze Zeit durcheinander werfen. Und es tut mir auch jetzt schon leid, also zumindest ein bisschen, dass ich das tun werde. Aber so ist es eben. So, mit überhaupt kein Healing rumzulaufen, ist jetzt natürlich auch eine Sache, die ich nicht tun will. Deswegen kehre ich mal direkt wieder in unser gutes Hub-Areal zurück. Den Traum des Jägers. Verbotenen Wald von Harry Potter. Das glaube ich erst, wenn hier irgendwann mal ein riesiges, altes britisches Auto landet. Erst dann glaube ich dran. Sorry, Möppi, davor glaube ich nicht dran. Oder wenn mir ein riesiger, sehr bärtiger Mensch sagt, was ich denn hier zu suchen habe und dass eine Riesenspinne in diesem Wald wartet. Oh, wir hatten Riesenschlangen. Ich glaube, das kommt eigentlich nah genug dran, aber es fehlt immer noch der große, bärtige Kerl. Ich meine, wenn ich mich ein paar Monate nicht rasiere, sehe ich so aus. Okay, ich muss auch noch 20 cm wachsen dafür, aber trotzdem. Weil über die 2 Meter müssten es dann, glaube ich, wenn man hackt wird, sollen wir schon sein. Und außerdem. Jetzt mal ganz ehrlich, will ich. Ohne dem Charakter jetzt zu nahe zu treten zu wollen, will man den? Will man hackt wird sein? Das wage ich doch mal zu bezweifeln. Ich meine. Nicht, dass ich ihn unsympathisch finden würde, aber die Diskriminierung, die er halt auch erfahren hat, die braucht man nicht auch noch durchmachen. Und das hier ist jetzt halt ein bisschen monoton jetzt an der Stelle. Aber das war auch, ich habe nicht gewusst, dass da eine Falle ist. Irgendwie bin ich da beim ersten Mal langlaufen. Ziemlich irgendwie komplett ungeschoren daran vorbeigekommen. Und jedes weitere Mal, bin ich anscheinend einfach daran vorbeigelaufen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so ein großes Thema, aber irgendwie wundert es mich dann doch. Nee, nicht nach Janam. Weil ich bin da bestimmt 10-mal lang gelaufen und da ist nichts passiert. Und außerdem will ich euch heute auch wieder dran erinnern, weil wenn ich sterbe, ich habe einen Death Counter. Der sollte halt möglichst akkurat sein. Leider kann man die aktuellen Zahlen nicht abrufen. Aber ja, wenn ich sterbe, einfach Ausrufezeichen Death in den Chat. Ihr kennt das ja. Ist nicht das komplizierteste Prozedere auf der Welt. Aber ich finde, das ist schon eine nette Sache. Und das nur teilweise, weil das ein bisschen künstlich die Chat-Aktivität beschreibt. Bin ich auch ehrlich. Das wäre auch ein Faktor. Das mache ich deswegen. Nee. Teilweise eigentlich gar nicht mal so. Es hat halt auch viel damit zu tun, dass ich halt nicht genau weiß, wie man Counter in StreamLabs OBS einrichtet. Also beziehungsweise ich weiß es irgendwo schon, aber
sagen wir mal so, ist es, ich weiß nicht, wie man einen effektiven Counter einrichtet, um es mal so zu sagen. Ich weiß halt, wie ich einen einrichten könnte, indem ich einfach nur einen Schriftzug hier mache und hier ist mal ein Schriftzug, um eins höher zählen lasse. Müsste ich mir eigentlich nochmal genauer angucken. Jetzt, wo ich mal drüber nachdenke. Natürlich fällt mir das erst ein, wenn ich stream, weil, ja, es wäre halt auch zu praktisch, wenn das einem vorher einfallen würde, nicht wahr? Warte, von wo kam? Ah, der wirft auf einen, okay. Mach ich, wenn ich dran denke. Okay. Ja gut, Murphy, die Sache ist, wir wollten auch eigentlich uns daran erinnern, dass vom letzten Bloodborne-Stream, dass da noch das Quote hinzugefügt werden muss. Mach mir nebenbei etwas zu futtern. Alles klar, guten Hunger, was gibt's denn Schönes? Wenn ich fragen darf. Komm, nur noch ein Hit. Bitte droppt sehr viele Blut. Vor allem hat er gerade... Er hat gerade 4000... Blutechos getroppt. Blutechos, so hießen die. Stimmt. Ja, ich glaube, zu dem Kollegen, da mache ich jetzt öfter eine Reise hin, wenn ich farmen will. Brat mir einfach ein paar Nudeln von heute Mittag an. Ah ja, wenn... Ach ja, da war ja was, genau. Es ist mir auch gerade wieder eingefallen. Und Möppi, weißt du, wann ich das letzte Mal dran gedacht habe? Als ich das letzte Mal gestreamt habe, jetzt am Montag bei Triangle Strategy, habe ich dran gedacht. Da war ich halt so... Ernsthaft? Ich denke genau jetzt daran. Hey, Elderkill, wie geht's? All is good bei dir. Mir geht's soweit ganz gut. Ich habe heute eigentlich alles gemacht bekommen, was ich gemacht bekommen wollte. Das ist sehr nice. Ich bin trotz der Corona-Infektion meines Mitbewohners immer noch negativ. Also das ist schon mal was. Ich gehe einfach mit der Information super offen um, weil, ja... Denk mir, können die Leute halt wissen. Und ich will da halt auch... Die Sache ist, ich habe das halt schon... habe ich das letzte... Ich hatte es am Montag erzählt. Stimmt, letzten Mittwoch wusste ich das noch gar nicht. Aber ja, das... wie gesagt, ich hoffe einfach, es bleibt alles soweit negativ. Ich sehe es positiv und hoffe, alles bleibt negativ, um es mal so zu sagen. Ich meine, viel mehr kann seine Punkte ja eh nicht mehr tun. Und ihm geht's gut. Soweit. Hat er leichte Erkältungssymptome, nicht mehr. Und scheint sich soweit auch erholt zu haben. Wir haben uns halt nicht gesehen aus, offensichtlichen Gründen. Auch wenn er praktisch direkt, 7 Meter von mir in die Richtung sitzt. Warte, da in die Richtung. Aber naja. So ist das dann eben. Also muss... Ich war auch, wenn er das gerade nicht hört, dann muss ich ihn auch halt ein bisschen loben, dass er dann halt auch immer Bescheid sagt, so nach dem Motto, ja, jetzt gehe ich duschen, jetzt gehe ich da und dahin, ist dann auch keiner in dem Raum drin. Das ist nicht selbstverständlich und kann man an der Stelle ruhig mal wertschätzen. Jetzt muss ich ihm das nur irgendwann mal noch sagen. Ich meine, das bringt eigentlich super wenig, wenn ich das euch sage, ne? So, und
Die, die im letzten Stream dabei waren, wissen, wohin dieser Weg führt. Nämlich zu den Kreisschatten von Yharnam. Wie ihr links oben seht, haben wir genug Heil-Items, um uns denen entgegenzustellen. Warte, ich glaube mit Viereck hat man sich geheilt. Ah ne, mit Viereck hat man Item genommen, so war das doch. Ah, es war Dreieck. Es war Dreieck, okay. Die Sache ist, bei Elden Ring ist es Viereck. Dementsprechend, ja. So, ich mache wieder meine Taktik von, ich versuche die eigentlich so weit voneinander zu trennen, wie es geht, und dann einfach aufs Beste hoffen. Ich weiß ja, dass sie ein bisschen aggro werden, sobald der erste von ihnen nur noch ein Drittel seines Lebens hat. Dementsprechend werde ich schauen, dass ich den Schaden verteile. Das sage ich für die, die beim Bossfight letztes Mal halt nicht mehr dabei waren. Ich kann halt ja nicht davon ausgehen, dass ihr von euch den Stream gesehen hat, ist ja klar. Boah, ich hab schon wieder das Gegengift genommen. Verdammt, der Elden Ring-Angewohnheit. Das Positive an diesem Versuch ist, ich habe nicht viel Healing-Items verschwendet. Das Negative? Der Versuch war ziemlich erbärmlich. Aber naja. Kann man wenig machen. Ah, kann man wirklich wenig machen. Ist halt eben so. Ich bin halt auch ein bisschen aus der Übung. Wie ihr schon gehört habt, bin ich zwar momentan dran, Spiel von FromSoftware Software zu spielen. Wie gesagt, Elden Ring privat. Und da habe ich gestern Abend noch gespielt. Aber die Unterschiede in der Steuerung sind halt das, was mich hier ein bisschen kirre machen. Ist halt das Blöde. Weil hier setzt man sein Item auf der Taste ein, auf der in Elden Ring die Kürbisflaschen liegen. Das sind doch Kürbisflaschen, oder? Und ja, ist ein bisschen blöd, wenn man sich heilen will und stattdessen Gegengift schluckt. Wenn man gar nicht vergiftet ist. Abgehört soll nicht so schön sein. Aber naja. Ist das eben. Und was ich auch nicht vermisst habe, sind diese ewig langen Gänge zu den Bossen. Da bin ich ganz ehrlich, das habe ich nicht vermisst. Und das ist eine Sache, die ich bei FromSoftware-Spielen auch nie wirklich verstanden habe. Wieso hat man diese ewig langen Gänge zu den Bossen und nicht einfach eine Laterne oder halt Leuchtfeuer direkt davor. Das wäre so viel einfacher. Weil niemand hat Bock jedes Mal den Weg zu rennen. Übrigens, ich bin gerade gestorben, also Ausrufezeichen Death bitte einmal im Chat. Habe ich gerade ganz vergessen. Der Death-Counter existiert, ja. Danke, danke, Elderkill. 140. Ja, bin mal gespannt, wo wir am Ende des Spiels rauskommen. Ich würde sagen, mein aktuelles Ziel ist, am Ende des Spiels unter 300 Toten zu haben. Ich schätze mal, ich bin irgendwo in der Mitte des Spiels. Das heißt, das wäre schon eine Sache, die man anstreben kann. Würde ich spontan sagen. Und vor allem wichtig beim Bossfight hier zu beachten ist, ich habe Zeit. Zeit, dass die Kamera in der einen Hecke da hängen bleibt, anscheinend. Oh nein, ich habe genau gewusst, der Schwertkämpfer würde auf mich draufgehen. Wie ich auch im letzten Stream schon gesagt habe, immer wichtig, alle weit im Auge zu behalten. Und da habe ich einfach die Range von dem einen unterschätzt. Ich bin gerade am Überlegen, mich gar nicht erst zu heilen, weil dieser Versuch bis jetzt so suboptimal läuft. Um ehrlich zu sein. Aber je länger er läuft, desto besser wird er. Oh, ich heile mich trotzdem. Ich zeige irgendwie in diesem Versuch so viel Survivability, dass
Das schreit doch danach, dass ich ihn eigentlich komplett angehen will. Oder? Ist das nur eine Ausrede, um nicht taktisch zu handeln? Absolut. Ich bin da ganz ehrlich, das ist absolut eine Ausrede, um nicht taktisch zu handeln. Weil, also taktisch clever. Ich schätze mal, in gewisser Weise Taktik ist es schon, es ist halt nur keine gute. Ich habe das schon erwartet, dass mich gleich einer von hinten weckt wird. Aber das war zum Glück nicht der Fall. Das ist zum Glück erst jetzt der Fall. Och, komm schon. Ah. Irgendwie hat das letzten Mittwoch besser geklappt. Ganz klein bisschen besser. Aber hey, ich mach dem Titel alle Ehre. Alles klar, Poki. Alles klar. So oft bin ich dann auch noch nicht gestorben. Aber wenn du es wissen willst und den Counter wieder auf den richtigen Stand bringen willst, Ausrufezeichen Dev. Und bei dir alles so bei den Umständen entsprechend in Ordnung? Ah, schlag nur drei Zahlen daneben. Ja. Passt. Das ist schon mal ein blöder Anfang. Ja, momentan alles gut. Der Schlaf war wunderbar. Also hast du dann tatsächlich auch bis gerade eben geschlafen? Dann hast du auf jeden Fall ordentlich Schlaf nachgeholt. Für die es nicht wissen, ich war mit Poki heute Mittag 2 Stunden im Voice und boah, er hat sich danach hingelegt, weil er ein bisschen viel Schlafmangel hatte. Dann hast du gesagt, irgendwie in den letzten 2 Tagen 2 Stunden geschlafen oder so. Naja, nicht ganz. Einmal kurz aufgewacht und Tee getrunken. Ja gut. Nee, jede Nacht 2 Stunden gepennt. Ah, okay. Wäre zu langweilig. Das, ey, was soll das? Okay. Ich meine, ich bin schon... Meine Stimme ist so sehr beruhigend. Ist schon beruhigend, aber ich glaube, dafür, dass Leute einschlafen, ist das ja auch einfach, glaube ich, ein bisschen das falsche Spiel. Es soll jetzt niemand sich denken, Challenge accepted. Ich hau mein Mittel rein, damit ich besser schlafe, nur um was zu zeigen, dass ich doch beim Bloodborne einschlafen kann. Und bitte das nicht tun. Aber, ja. Poki hat ja auch seine Zeit, wo er regelmäßig in meinen Streams geschlafen hat. Ist mittlerweile auch schon 2-3 Jahre her, ne? Hast du bis heute. Braucht zum Pennen Ruhe und Dunkelheit. Ja, kenn ich. Weil bei mir geht's halt. Was bei mir halt tatsächlich auch funktioniert, weil ich auch gerne mache, wenn ich nicht einschlafen kann. Dann höre ich tatsächlich sehr ruhige Videospiel-Soundtrack. Mein Go-To ist da tatsächlich Quiet for Storm aus Octopath Traveler. Der Ort, praktisch der Heimatort von Hamid, für die Leute, die das Spiel kennen. Das ist einfach so ein beruhigender Track. Ich höre den mir tatsächlich dann super oft an. Und
Das hilft. Also ich höre den nicht wirklich beim Einschlafen. Jetzt beim Akt des Einschlafens sozusagen. Ich höre den nur, um so weit runterzukommen, dass ich dann relativ schnell einschlafen kann. Abgesehen davon, dass es sowieso ein wunderschöner Track ist, den man sich anhören sollte, egal ob man Octopath Traveler kennt, gespielt hat oder was auch immer. Meiner Meinung nach zumindest. Oh, der hat auch eine Waffe, mit der er zuhauen kann. Oh nein. Hinter mir hat jemand ein Schwert gezogen. Schnell mal wieder ein bisschen hier die Überblick. Die Überhand gewinnen. Dann gibt's mich. Ich kann so ziemlich immer schlafen. Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Anscheinend gibt's davon auch zwei im Chat. Und hey, ey, die Person von mir, wie geht's? Oh nein, jetzt mutieren sie, oder? Okay, seine Mutation habe ich schon mal abgebrochen. Ah ja, stimmt, die haben ja... Der hat jetzt eine lange Lanze. Stimmt, da war ja was. Ja, willkommen in der zweiten Phase des Bossfights. Es ist zwar der erste tot, aber die anderen beiden sind jetzt jeweils noch stärker geworden. Was heißt das? Spaß, Spaß, Spaß und vermutlich verrecken. Ich meine, es ist ein Soul from Software-Spiel. Hat man was anderes erwartet? Mir geht's gut, das ist schön. Mir geht's so, wie gesagt, mir geht's soweit ganz gut. Ich bin momentan ganz froh, weil jeden Tag, an dem ich nicht Corona habe, weil mein Mitbewohner es hat. Oh mein Gott, wie lebe ich noch? Bitte lass mich hinter diesem Grabstein. Ist für mich momentan ein guter Tag. Dazu habe ich noch heute was für die Uni hinbekommen, also ja. Kann ich gut mit leben, um so zu sagen. Ist ein Tag, den ich gut akzeptieren kann. Komm, stirb jetzt. Nein. Bitte? Ich hab bitte gesagt, komm. Oh, das war schlecht. So, jetzt aber. Ah, da ist ein Grabstein zwischen uns. Komm. Ich liebe es, wie man diese Gegner mit Grabsteinen outplayen kann. Eine Sache, die in Elden Ring, by the way, nicht mehr... Was zur Hölle? Kann der aufhören, riesige Seeschlangen heraufzubeschwören? Wieso können die das? Das ist mal wieder so ein Moment. What the hell from Software? Hä, ist doch lustig. Also ich kann mir schon vorstellen, für die Leute, die jetzt zusehen und gewusst haben, was kommt, war es bestimmt lustig, meine Reaktion zu sehen. Also das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Für mich, war zu... Ich wollte gerade sagen, der Unterhaltungsfaktor hat sich in Grenzen gehalten, aber es war schon unterhaltsam, aber nicht auf die Art und Weise, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen... Bei mir hat sich das Amüsement darüber in Grenzen gehalten. Sagen wir es mal so. Und warum ich so gerade so einen hochtrabenden Begriff benutzt habe, mir ist kein anderer eingefallen, gerade im Moment. Um das rüberzubringen, was ich sagen wollte. Oh, hallo, ich habe gehört, du hast 4000 Seelen und Blutfiolen für mich. Das ist aber sehr nett. Immerhin kann man hier gut die Blutfiolen farmen. Vermisse ich trotzdem das System mit den Estus oder mit den Kürbisflaschen aus
Elden Ring, Estus bei Dark Souls. Und was war es nochmal bei Sekiro? Hab ich auch gespielt. Aber war es bei Sekiro, die Kürbisflaschen? Es funktioniert ja sowieso alles gleich. Also dementsprechend ist das halt auch gar nicht mal so wichtig, aber, ne? Das System ist halt, ist denke ich mal, dann doch immer dasselbe. Dementsprechend fand ich so, habe ich so gedacht, als ich gehört habe, oh, From Software macht total was Neues mit Elden Ring. Und dann habe ich, das Spiel so gestartet und habe mir gedacht, ja, also neu ist die Open World, die auch wirklich gut designt ist. Und ja, Kampfsystem im Grunde ist auch bis darauf, dass man ein Pferd reiten kann. Dark Souls. Aber ja, gut. Es ist ein 1A-Kampfsystem, das kann man nicht anders sagen. Dementsprechend, ja. Und bis gleich, Poki. Ja, auch einen guten Hunger. Es macht sich jeder was zu essen hier gerade. Hätte ich nicht gerade selbst gegessen, würde ich dann auch Hunger bekommen. Persönlich, aber so. Ja, eher weniger. Ich meine, es wäre auch schon interessant, so nebenbei beim Bloodborne-Stream sich noch schnell was zu essen zu machen. Abgesehen davon, dass ich, wie vermutlich einige hier wissen, eine ziemlich große Abneigung dagegen hat, on-cam zu essen und bis auf bei längeren Streams das aus Prinzip nicht mache. Einfach weil, ja, ist halt auch einfach für mich unangenehm, wenn Leute mir dann beim Essen zusehen können. Um es mal so zu sagen. Weil ich bin jemand, ich esse gerne in Ruhe. Und irgendwie habe ich dann nicht so die Ruhe, wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist und das ins Internet streamt. Ich meine, ich weiß, ich habe jetzt nicht die größte Zuschauerschaft. Aber trotzdem kann ich mir was Besseres vorstellen. Und vor allem, dass dann sowas dann auch noch geklippt werden kann und so weiter, macht die Sache nicht besser. Macht wirklich nicht besser. Und, ja. Dann werden sich einige von euch jetzt fragen, warum trinke ich dann on stream? Erstens, damit mein Hals nicht komplett zu einer Wüste wird, so viel wie ich hier rede. Zweitens, halt auch einfach, weil trinken wichtig ist. Stay hydrated, gell? Guys. Oder wie auch immer. Und ich bin eigentlich schon jemand, der darauf achtet, über den Tag verteilt genug zu trinken. Ich meine, ich war tatsächlich, bis ich 18 war, auch so jemand, der am Tag teilweise unter einem Liter getrunken hat. Aber das hatte sich geändert, als ich mal eine Entzündung im Hals hatte. Und ich dann, Um überhaupt vernünftig essen zu können, meine Kehle ständig befeuchtet haben musste. Was gerade so, was gerade irgendwie ein bisschen zu sehr danach klingt, als hätte ich Alkohol getrunken, aber ich trinke ja keinen Alkohol. Dementsprechend das nicht. Aber dadurch habe ich mir halt wirklich angewohnt, viel mehr zu trinken. Vor allem, weil das mich halt auch mehrere Monate begleitet hat. Also ich wusste lange nicht, dass eine Entzündung war. Ich habe nur gemerkt, dass mir manchmal das Schlucken halt ein bisschen schwer gefallen ist. Und wie hat das besser funktioniert? Und also das Schlucken von Festen hauptsächlich. Und wie hat das besser funktioniert, indem ich halt viel getrunken habe? Und komischerweise hat sich das seitdem bei mir eingebrannt. Genauso wie die Angriffe dieses Gegners. Da die brennen sich gerade auch bei mir ein. Nur da bin ich irgendwie weniger froh drüber. Also ich weiß ja nicht, woran das liegt, ne? Aber irgendwie, ja, ganz gefallen will mir das noch nicht. Ja, und ich muss den Joke einfach mit dem Einbrennen machen. Ich meine, komm. Und ganz ehrlich, ich wäre nicht etwas enttäuscht, wenn ich nicht so einen schlechten Witz machen würde. Vor allem Poki und Möppi. Das gehört doch einfach dazu.
Genauso wie der Death Counter. By the way.